De bekendste Duitse hersenonderzoeker beweert dat veel van onze kinderen, verslaafd aan internet en sociale media, zullen worden geconfronteerd met vormen van vervroegde dementie. Als ik 's ochtends wakker word, dan begint het al en totdat ik ga slapen zit ik eigenlijk wel op sociale netwerken. Dan hoor je ook alles. Je kan ook iedereen meteen bereiken via Facebook, WhatsApp. Het is een onheilspellende boodschap. Continu gebruik van digitale media brengt schade toe aan de hersenen. Sterker nog, het zorgt ervoor dat het geheugen ongetraind blijft en daardoor verschrompelt. Aufmerksamkeit wird schlechter, Sprachentwicklung wird schlechter, Sozialverhalten wird schlechter, Schulnoten werden schlechter. En dus waarschuwt hij, digitale leermiddelen in de klas, weg ermee. Computer, weil sie geistige Arbeit abnehmen, sind also keine Lernmaschinen, das sind Lernverhinderungsmaschinen. Professor Dr. Manfred Spitzer is een autoriteit, internationaal vermaard geheugenonderzoeker. Zijn boek, Digitale Dementie, sloeg in Duitsland in als een bom. Stond vele weken lang bovenaan alle bestsellerslijsten. Ik bekomme e-mails van 13-jährigen, die zeggen: Herr Spitzer, ik heb Ihr Buch gelesen. Is ja voll cool en voll krass. En wissen Sie was? Sie haben ja recht. Hebben we hier te maken met een ouderwetse moralist die de tijdgeest niet begrijpt? Of ziet hij dingen die wij nog niet zien? Dat de iPad-generatie ernstige hersenschade oploopt. Herzlich willkommen. Das ist unser Studio. Okay. Ihr Buch heißt Digitale Demenz. Ist das nicht ein wenig zu dramatisch? Ich glaube nicht. Zunächst einmal, der Ausdruck kommt aus Südkorea, wo Ärzte seit 6 Jahren das, was junge Männer schildern an Symptomen, die viel mit digitalen Medien zu tun haben, also Gedächtnisprobleme, Aufmerksamkeitsprobleme, Niedergeschlagenheit, Stress und so weiter. Die koreanische Ärzte benutzen diesen Ausdruck, um das, was die, worunter diese Leute leiden, zusammenzufassen. Ich werde oft gefragt, wie können Sie ein Buch, wo es ja eigentlich um Kinder geht, Kinder und Heranwachsende und um deren Gehirne, die eben noch lernen müssen und so weiter, wie können Sie das mit einem Titel bezeichnen, das alte Menschen meint und eine Krankheit älterer Menschen? Aber der Punkt ist ganz einfach. Wenn die Gehirnentwicklung so geht, sie geht erst rauf und es entstehen unglaublich viele Verbindungen im Gehirn und dann geht es wieder leicht abwärts, weil Nervenzellen wegsterben, einfach wenn wir alt werden oder wenn wir eine Krankheit des Gehirns bekommen. Dann hängt es natürlich bei jedem geistigen Abstieg, Demenz, das heißt geistiger Abstieg, hängt es davon ab, wie hoch Sie anfangen. Wenn Sie von einer Sanddüne zum Meer laufen, sind Sie gleich da. Wenn Sie vom Mount Everest zum Meer runterlaufen, können Sie lange abwärts gehen und sind immer noch weit oben. Und bei Demenz ist das ganz genauso. Wenn Ihr Hirn richtig fit ist, also gut gebildet, mit ganz vielen Verbindungen, kann viel kaputt gehen. Niemand merkt etwas. Sie nicht, die anderen Leute merken nichts. Hij maakt zich vooral grote zorgen over de ontwikkeling van de hersenen bij de jongste generaties. Hoe meer we in onze jeugd leren, des te meer zijn we als volwassenen in staat om dingen in ons op te nemen. In die zin functioneren de hersenen als een spier, zegt Spitzer. Je moet ze juist op jonge leeftijd trainen en gebruiken. Vanaf pakweg je 18e met volgroeide hersenen lukt dat niet meer. Eine riesengroße Baustelle ist unser Gehirn. Ja. Und je mehr wir das Hirn benutzen, desto mehr wird gespeichert und desto besser kann es auch umgehen, desto mehr kann es. Was machen die digitalen Medien mit den Gehirnen unserer Kinder? Digitalen Medien nehmen unserem Gehirn Arbeit ab. Deswegen Wieso? Benutzen wir sie ja auch. Also wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie googeln, dann wissen Sie, das kann ich ja googeln. Und genau deswegen wird weniger abgespeichert. Das ist nachgewiesen. Also Sie sagen, gegoogeltes Wissen bleibt nicht im Kopf? Gegoogeltes Wissen bleibt schlechter im Kopf als Wissen aus Büchern, Zeitungen und Zeitschriften. Was bedeutet das für die Entwicklung der Gedächtnis? Ganz viel. Es wird ja immer gesagt, und da bin ich ganz einverstanden, die Kinder, die unsere Bildungseinrichtungen durchlaufen haben, die sollen gut googeln können. Aber dann wird immer gesagt, zum Googeln brauchen sie einen Medienführerschein oder Medienkompetenz. Und das ist Unsinn. Was sie brauchen, um zu googeln, ist Wissen. Sie müssen etwas wissen. Ihr Hirn muss gebildet sein. Da muss ganz viel drinstecken an Wissen. Dieses Wissen muss da erstmal rein. Und wie kommt es da rein? Nicht durch Google. Wenn Sie also, ja, weil Google so schlecht ist zum Merken. Google ist schlecht zum Merken. Wenn Sie
die Dinge anfassen, begreifen. Man sagt ja auch, man begreift was und meint damit, man versteht es. Ja. Ja? Dann benutzen sie ein Drittel ihres Gehirns, das ist das Frontalhirn, das ist für Bewegungsplanung, Bewegungsverhandlungen und für Implementierung von Bewegungen zuständig. Das benutzen sie beim Lernen mit, wenn sie die Dinge handeln, also in der Hand halten. Wenn sie nur so machen, entstehen in einem Drittel ihres Gehirns keine Verbindungen, die für ein bestimmtes Objekt irgendwie spezifisch wären. Fähigkeiten sterben ab? Werden nicht ausgebildet. Ja, definitiv. Wenn Sie zum Beispiel nicht mit der Hand was aufschreiben, sondern tippen, können Sie sich nicht so gut merken. Das ist nachgewiesen. Weswegen zum Beispiel iPads zum Lernen schlechter sind als ein Heft und ein Papier zum Schreiben. Ist das auch wahrnehmbar im Gehirn? Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass die, also Gehirnforschung gibt es dazu, die zeigen, dass wenn Sie tippen, gedächtnisrelevante Areale nicht so aktiv werden beim Abruf, als wenn Sie es aufgeschrieben haben. Und wir wissen schon lange aus der Psychologie, dass wenn Sie etwas aufschreiben, dann setzt es sich besser im Gehirn fest, als wenn Sie es bloß tippen. Das ist lange nachgewiesen. Ja? Faszinierend Bild onttrokken aan YouTube. Een kindje van amper anderhalf gewend aan een iPad. En dan met een gewoon tijdschrift. De iPad-generatie. Zou het tijdschrift stuk zijn? Even checken of het toch niet aan mijn vinger ligt. Das, was wir auf YouTube sehen, das ist die heutige Realität. Man kann damit nicht früh genug anfangen. Nein, genau nicht. Ich möchte Ihnen das erläutern. Diese Bewegung ist immer dieselbe. Und diese Bewegung bringen Sie deswegen genau nicht differenziert mit einem Glas, einer Flasche, einer Tasse oder einem Bleistift in Verbindung. Es ist immer die gleiche Bewegung, weswegen hier oben nicht unterschiedliche Muster entstehen für Tasse, für Bleistift, für irgendwas anderes, die Sie benutzen können, wenn Sie über diese Dinge nachdenken. Denn denken tun Sie mit Ihren 100 Milliarden Nervenzellen, die sich Impulse zuspielen. Wenn Sie beim Lernen die Bewegung, die differenzierte Bewegung weglassen, dann ist das so, als würde ich Ihnen ein Drittel Gehirn rausschneiden und Sie dann mit dem Rest denken lassen. Sie können schlechter denken. Das haben wir auch nachgewiesen in unseren Labors. Sie verwenden, wenn Sie die Dinge nicht mit der Hand gelernt haben, ein Drittel Gehirn nicht beim nachfolgenden Nachdenken über die Dinge. Man spricht heute von Embodiment of Cognition und so weiter, also diese Körperhaftigkeit des Denkens. Und damit ist nicht gemeint, dass wir hier denken oder hier. Es ist gemeint, dass das Gehirn in seinen verschiedenen Bauteilen, die für verschiedene Aspekte zuständig sind, eben nicht voll ausgeschöpft wird, wenn wir nur unverkörpert am Bildschirm lernen. Wir müssen mit den Dingen umgehen. Es ist für Eltern auch einfach. Ich meine, die Kinder sind ruhig. Im Mittelalter hat man den Kindern Alkohol zu trinken gegeben, da waren sie auch ruhig. Heute wissen wir, Alkohol schadet der kindlichen Entwicklung, vor allem der Gehirnentwicklung, macht süchtig und je früher man anfängt, desto schlimmer. Alkohol ist Teil unserer Kultur seit Jahrtausenden. Wir machen trotzdem kein Alkoholkompetenztraining in Kindergarten und Grundschule, weil wir wissen, dass das schadet. Aber bei den Medien sehen wir nicht, dass es süchtig macht. Wir sehen nicht, dass es die Kinder ruhig stellt. Wir sehen nicht die ganzen negativen Effekte. Und deswegen empfehlen wir Medienkompetenztraining in Kindergarten und Grundschule. Aus meiner Sicht ist das genauso falsch wie Alkoholkompetenztraining. Übertreiben Sie nicht ein wenig? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, während wir in 20 Jahren werden wir alle so an den Kopf langen und denken, was haben wir damals unseren Kindern angetan? Wir wussten doch eigentlich schon, wie schädlich das alles ist. Digitalisering van het onderwijs. Het is ook in ons land de hit. Juffrouw hoeft eigenlijk haast niks te zeggen en dan kan je daar gewoon de som op de iPad doen en dan hoef je niks te schrijven of zo. Maurice de Hond, initiatiefnemer van een reeks nieuwe digitale scholen, typeerde professor Spitzer deze week als een wetenschapper van de vorige eeuw. Ja, mijn dochtertje was ook 1 jaar oud en toen kon ze al met mijn telefoon omgaan en later ook met de iPad. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, als ze over een tijdje naar school gaat, sluit dan die school nog wel aan op wat mijn dochter kan. Daarom moeten er scholen komen waar de iPad een belangrijke rol bij speelt. Wil jij me daarbij helpen? De Hond wilde zelfs niet samen met hem in onze uitzending. Spitzer is old school, zegt hij. Of erger nog. Sind Sie nicht ein wenig wie die Taliban? Überhaupt nicht. Ich bin Wissenschaftler und Arzt.
Und ich weiß über das Gehirn genug und weiß auch über die Psychologie genug, dass ich weiß, was es für Auswirkungen hat. Das heißt, wir kennen sowohl die Mechanismen, wir kennen aber eben auch die empirischen Daten. Es gibt amerikanische Studien an 15.000 Kindern, die bekamen einen Laptop geschenkt. Drei Jahre später waren die schlechter in der Schule als die, die keinen Laptop geschenkt bekommen haben. Und deswegen wurde die Studie abgebrochen. Manfred Spitzer ist Arzt und Hochlehrer Psychiatrie. Er leitet die psychiatrische Universitätsklinik in Ulm, Süddeutschland. Er wird auch dagelijks konfrontiert mit den Gefolgen von Internetverslaving. Ich habe Menschen behandelt, die waren 28, haben 18 Stunden World of Warcraft gespielt, hatten den Job verloren, hatten alle Freunde verloren, hatten die Wohnung verloren, die Wohnung war vermüllt, die kamen auf die geschlossene Station. Haben Sie Freunde? Ja. Haben Sie die schon mal gesehen? Nein. Völlig fertig. Habe ich gesehen. Deswegen, wenn mir einer sagt, es gibt keine Sucht, ist völliger Unsinn. Und in Deutschland gibt es 500.000 Internet- und computersüchtige junge Menschen. Das sind nicht meine Zahlen, das sind die von der Regierung. Denn wir wissen aus einer großen Studie in Amerika zum Beispiel, dass die Kinder, die 8- bis 12-Jährigen, die in Facebook sind, die erzählen, da haben wir vor allem Probleme mit den anderen. Unseren Spaß mit anderen haben wir, wenn wir mit denen richtig zusammen sind. Aber die amerikanischen Mädchen zwischen 8 und 12, die sind 7 Stunden täglich in Facebook und 2 Stunden täglich mit anderen Mädchen zusammen. Und das macht mich sehr traurig. Denn das heißt letztlich, dass die ihre sozialen Kompetenzen nicht so entwickeln werden, wie Sie und ich das noch in der Kindheit getan haben, eben ohne Facebook. Facebook macht unsoziale Menschen. Das ist ziemlich klar nachgewiesen und das sollten wir nicht zulassen. Microsoft, Apple, Google, Facebook, die lachen über alles, was sie sagen. Nehme ich an. Ja, vielleicht lachen sie noch. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwann mal nicht mehr lachen. Aber sie, was sie eben aufgezählt haben, das waren die reichsten Firmen der Welt. Die haben einen Marktwert zusammengenommen von mehr als 1.000 Billiarden. Wenn sie das mal überlegen, dann ist auch klar, dass das Problem natürlich nicht so einfach ist. Also David gegen Goliath war ein sehr fairer Kampf, vergleichsweise. Ein E-Mail-Schreiber sagte mal, Herr Spitzer, Sie kämpfen ja nicht gegen Windmühlen, Sie kämpfen gegen ganze Windfarmen. Haben Sie Ratschläge für Eltern? Ja, weniger ist mehr. Die Dosis macht das Gift. Jede Stunde ohne Medien ist eine gute Stunde für die kindliche Entwicklung. Een wereld op weg naar digitale dementie? Spitzer heeft misschien iets van de cultuurpessimist, maar het doet niets af aan zijn alarmerende boodschap. De digitale revolutie kan onze kinderen nog ernstig opbreken. Een slotbetoog. Wenn Sie Referat halten, normalerweise lesen Sie ein Buch, schreiben sich was auf, fassen das dann zusammen, machen eine Folie und legen die Folie auf und sprechen darüber. So war es bis vor 10 Jahren. In dem Land, wo ich herkomme, Baden-Württemberg, bekommen Sie eine schlechte Note, wenn Sie es so machen. Wenn Sie aber Google und PowerPoint verwenden, bekommen Sie eine gute Note. Das heißt, jemand googelt. Wir wissen schon, Science Magazine publiziert, die Chance, dass es hängen bleibt, ist am geringsten, geringer als Bücher und Zeitschriften. Dann findet der beim Googlen in Wikipedia was, was ihm gefällt. Dann macht er Copy-Paste von Wikipedia in PowerPoint. Hier ist immer noch nichts passiert. Das heißt, er hat nichts gelernt. Dann kommen die Kinder nach Hause, ich habe es bei meinen eigenen Kindern erlebt, Papa, ich habe eine 1 im Referat und ich hatte keine Ahnung. Und das Interessante ist, das finden die jetzt cool. Weil mit Ahnung eine 1 im Referat kriegen, das kann ja jeder. Aber ohne Ahnung, das ist cool. Mit anderen Worten, wir trainieren den Kindern nicht nur Lernmethode oder Umgang mit Medien an, der sie schlechter lernen lässt. Referate mit Buch und Schrift ist viel besser als mit Google und PowerPoint. Wir belohnen sie auch noch dafür. Das heißt, wir belohnen sie dafür, dass sie keine Ahnung haben, aber so tun, als hätten sie Ahnung. Wollen Sie mit solchen Leuten später mal, dass die sie operieren oder von A nach B im Flugzeug fliegen?